Hallo und herzlich willkommen zu diesem schamanischen Tutorium. Heute geht es um das bahnbrechende Thema Reiki und Voodoo. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann es sein, dass der jetzt auf einmal Reiki und ausgerechnet Voodoo in Zusammenhang bringt? Und tja, die Lösung dafür ist ganz einfach. Darauf hat mich Anfang 2020 ein deutscher Reiki-Verein gebracht, in dem nämlich ein Brief kursierte, genau zu dem Thema Voodoo-Reiki. Dort wurde nämlich der Begriff Voodoo-Reiki auf abfällige Weise benutzt, also um dann unter anderem einen Shitstorm gegen mich zu starten, weil ich angeblich Ferneinweihungen anbieten würde, was erstmal nicht verwerflich ist, meiner Ansicht nach, und zweitens auch überhaupt nicht stimmt, aber das kann man ja mal behaupten. Ja. Die gingen offenbar davon aus, dass wenn ich Online-Kurse gebe, inklusive der Einweihungen, dass ich dann das Medium der Ferneinweihungen benutzen würde, was aber nicht der Fall ist, sondern es sind Online-Einweihungen. Das ist was anderes. Dazu findest du hier im Kanal und auf meiner Website Videos und einige Blogartikel. Ja, und gerne kannst du auch zum kostenlosen Strategiegespräch kommen und dich mit mir darüber unterhalten, was es denn damit so auf sich hat. Aber jetzt wollen wir zum eigentlichen Thema kommen. Ja, das war die Initialzündung, um über Reiki und Voodoo oder Voodoo-Reiki nachzudenken. Und das hat mich wirklich zum Denken angeregt. Das hat in mir einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich mir dachte, warum wird so ein Begriff wie Voodoo hier benutzt, um jemanden zu diffamieren? Ja, das muss ja einen Grund haben. Und der Grund dafür ist ein ganz, ganz einfacher. Es gibt ein gewisses Allgemeinwissen über Voodoo und das ist nicht so positiv. Das ist nämlich Hollywood Allgemeinwissen. Also das, was über Filme, Medien, Romane, Thriller und alles Mögliche, was es dort gibt, so darüber bekannt ist, wird Voodoo als irgendwie etwas ganz Gefährliches, Böses, Schlechtes und sowas dargestellt. Und ich dachte mir, ich schaue mir das mal an und ich gucke mal, was da dran ist. Ja? Denn früher habe ich das auch gedacht, dass das irgendwie was Schlimmes ist. Aber als ich das in diesem Brief gesehen habe, musste ich irgendwie einfach nur lachen. Denn dort habe ich schon einiges darüber in Erfahrung bringen können, weil ich ja, wie du weißt, als Schamane unterwegs bin. Und ich bin auch afrikanischen Schamanismus affin. Und das heißt, ja, schauen wir uns das mal an. Afrikanischer Schamanismus ist ja bei uns sehr beliebt. Es gibt Afrikamärkte und gerne werden Trommeln verkauft und es gibt schamanische Trommeln und sowas, ja, mit denen was gemacht wird. Also ganz, ganz viele, viele schöne Sachen aus Afrika gibt es dort, ja. Und das ist afrikanischer Schamanismus. Und nehmen wir mal an, man würde dem afrikanischen Schamanismus den Namen geben, den afrikanischer Schamanismus hätte. Ja, dann wäre das Voodoo. Ja, genau. Aber Voodoo ist ja irgendwie als was nicht so Gutes bekannt. Ja? Und ist das jetzt so? Ist das wirklich etwas Böses? Oder ist das etwas Gutes? Tja. Es wird nicht lange dauern, wenn du ein bisschen darüber recherchierst, dass du herausfinden kannst, dass Voodoo erst einmal eine Religion ist. Und diese Religion hat sehr, sehr viele Anhänger. Und zwar so viele Anhänger, dass es eigentlich eine der fünf großen Weltreligionen sein müsste. Und zwar nicht von der Anzahl der Leute im fünften Rang, sondern in den oberen Rängen. Also das praktizieren wirklich sehr, 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 sehr viele Leute. Und sind diese ganzen Leute alle böse? Nein, sind sie natürlich nicht. Denn das, was da mit Voodoo gemacht wird, ist, sehe ich so, eine Art von Rassismus, die Lobby, die es darum gibt. Ja? Und ein Medium, wie man das eben im Film und Romanen und dergleichen darstellen kann. Wie komme ich darauf, dass das so ist? Ganz einfach. Wenn wir uns das mal ganz kurz in nur wenigen Sätzen historisch anschauen, dann fällt Folgendes auf. Der
Vor einigen Jahrhunderten wurden Afrikaner aus Afrika nach Nordamerika verschleppt und dann dort versklavt. Und die hatten dann aufgrund der widrigen Umstände nur eine sehr geringe Lebenserwartung und haben natürlich ihre Kultur und ihre Religion und ihren Schamanismus und alles, was irgendwie dazugehört, verloren. Ja? Aber sie haben probiert, das sich irgendwie wieder zunutze zu machen, aufzubauen, mit den Pflanzen und Möglichkeiten, die sie dort hatten, die es dort gibt, irgendwie wieder, wieder zu erwecken, sage ich mal. Ja? Und daraus ist dann, sage ich mal, der amerikanische oder der afroamerikanische Voodoo geworden, ja? Der ja ganz berühmt ist aus Kuba, Dominikanische Republik, Haiti, ja? Und anderen New Orleans und anderen Gebieten. Ja. So, das heißt, dass dort, dass das erstmal ist so, wie ist das von Afrika nach Amerika gekommen? Und dort hat sich das dann auch natürlich mit der indigenen Volksmagie gemischt, aber auch mit dem Christentum, denn alle Ankömmlinge aus Afrika dort in Amerika wurden erst einmal getauft. So, und dann irgendwann begannen die Afrikaner zu probieren, sich gegen ihre Sklavenherren zu wehren und haben da probiert, ihren Schamanismus für anzuwenden. Und als das rausgekommen ist, wurde das als schwarze Magie bezeichnet, nämlich die Magie der Schwarzen. Und deswegen, im Gegensatz dazu ist dann der Begriff entstanden der weißen Magie, weil das die Magie der Weißen ist. Und das ist natürlich eine ungeheuerliche Anwendung von Rassismus. Das ist eine unglaubliche Diskriminierung, so auf diese Art und Weise, auf diese beschämende Art und Weise, Schwarz und Weiß zu trennen. Ja? Und deswegen frage ich mich, wie lange wird es wohl dauern, bis hier in Deutschland zum Beispiel das Wort schwarze Magie überhaupt noch verwendet werden darf. Ja? Weil das ja immer wieder auf diese historische Sache abzielt, was aber heutzutage kaum jemand weiß. Ja? Ja, also das ist erstmal eine Sache. Und dort kommt also auch die Idee her, dass Voodoo böse ist. Und daraus wurde dann ganz, ganz viel gemacht. Naja, und wenn dass jemand erstmal nur hört und das nicht weiter recherchiert, so wie das bei mir früher der Fall war, dann weiß man das erstmal nicht. Zu mir kam mal irgendwann jemand und hat mir ein Voodoo-Buch in die Hand gedrückt und meinte, hey, das solltest du unbedingt lesen. Und da meinte ich, ja, lass mich damit in Ruhe, ich will mit Voodoo eigentlich nichts zu tun haben, ich mache zwar Schamanismus und so. Ich meinte, doch, das ist ganz wichtig. Und da hat er mir ein paar Sachen daraus gezeigt, wo ich tatsächlich sehr verdutzt war. Und war aber immer noch abgeneigt, weil ich einfach so stark geprägt war von diesen Sachen dort, ja? Also die so allgemein darüber bekannt sind, ja? Also keiner weiß was, aber jeder glaubt immer alles zu wissen. Und dann fing ich an, mich damit zu beschäftigen, ganz einfach, weil ich ja, wie du weißt, gerne recherchiere und forsche mit Reiki und den spirituellen Traditionen und alles, was damit zusammen zu tun hat, ja? Und dazu, wenn man wirklich recherchieren und forschen möchte, gehört natürlich auch eine gewisse Offenheit. Ja? Und dass man nicht einfach sagt, ne, damit gebe ich mich erst gar nicht ab. Ja? Also sowas wie Voodoo, also das geht ja wohl gar nicht. Ja? Das würde auch überhaupt nicht den Lebensregeln des Mikao Usui entsprechen. Denn da geht es ja darum, dass man sich möglichst nicht ärgern soll und möglichst nicht sorgen soll und freundlich zu seinen Mitmenschen sein sollte. Ja? Und dass es darum geht, sich um gutes Karma zu kümmern, ja, und dankbar für alles sein sollte. Naja, und dann dachte ich mir, ich kultiviere, als dieser Brief in diesen Reiki-Vereinen kursierte und auch außerhalb der Reiki-Vereine dann kursierte, ja, weil das für viele Leute natürlich gefundenes Fressen war. Nicht dieser Begriff Voodoo-Reiki, sondern der Rest, der da drin stand, ja. Das war der Brief überhaupt, ja. Mit dem man ja so viele nützliche Sachen tun konnte.
was dann wohl auch gemacht wurde, wie mir zu Ohren gekommen ist, ja, und worauf dann einige aus dem Vorstand dieses Reiki-Vereins und andere, die sich dort meinen, aufspielen zu müssen, ja, richtig abgegangen sind, ja, um einige ihrer Kollegen so richtig schön zu diffamieren. Und wenn man jetzt mal so diese negative Seite des Voodoo betrachtet, die darüber immer erzählt wird, ja, dass man aus der Ferne jemanden beeinflusst und manipuliert und dergleichen und ihm was Schlechtes wünscht und dann auch was Schlechtes tut, ja, dann erinnert mich dieses Verhalten dieses Vereins doch irgendwie mit diesem Brief und dem Schreiberling, der damals auch noch Mitglied in diesem Verein war. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch ist, ja. Hey, komm mit, komm, wir gehen noch ein bisschen. Komm mal her, komm. Ja, fein, Finlay. So, und ja, das ist eben, da frage ich mich, ist das nicht vielleicht diese dunkle Seite des Voodoo wie aus dem Hollywood einfach darauf angewandt, ja? Weil es da ja ganz bewusst darum ging, jemanden zu schaden. Und gleichzeitig wird aber der Begriff Voodoo völlig abfällig benutzt. Ja. Also das hat mich alles sehr zum Denken angeregt. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich es mal aber genau wissen. Ich werde mal die Reiki-Heilmethode nehmen und die mit der Voodoo-Heilmethode vergleichen. Ich erwähnte ja am Anfang, dass Voodoo eine Religion ist. Interessanterweise wird das hier im Westen kaum akzeptiert. Gleichzeitig wird über Reiki immer erzählt, dass es nichts mit Religion zu tun hat. Aber wenn wir uns die Ursprünge der Reiki-Symbole anschauen, dann sehen wir und der Einweihung anschauen und dessen, was Usui gelehrt hat und das, was darüber schriftlich bekannt ist, also was überliefert ist, dann wissen wir ganz genau, oh, Reiki hat sehr viel mit Religion zu tun. Ja? Weil die Symbole beispielsweise belegen, dass Reiki Quellen aus dem Buddhismus hat, aus dem Schamanismus hat, aus dem Daoismus hat, aus dem Shugendo hat, aus dem Shinto hat. Naja, und nun kann man sich darüber streiten, inwiefern Buddhismus, Schamanismus, Shugendo, Shinto und Daoismus, inwieweit das Religionen sind. Ja? Eines davon ist ja als Weltreligion anerkannt und Shinto ist so japanischer Schamanismus, der sehr von der Art und Weise, wie das praktiziert wird, an Voodoo erinnert, während beispielsweise der Shugendo, was japanische Volksmagie mit schamanischen Praktiken und weiteren Einflüssen aus dem Daoismus und tantrischen Buddhismus beinhaltet, ja, was sehr an Hoodoo erinnert. Hoodoo und Voodoo wird oft verwechselt oder gleichgestellt, dass das ein und dieselbe Sache sei. Das stimmt aber nicht. Voodoo ist eher eine Religion, wo es um, also kann als Religion angewandt werden, aber eine schamanische Religion, wo es um die sogenannten Loas geht. Loas sind die Spirits im Voodoo, während im Hoodoo ganz, ganz viel mit Pflanzen und Naturgeistern und so gemacht wird und viel mehr magische Elemente drin sind und eine gewisse Freiheit wie Freestyle ist. Deswegen erinnert die Reiki-Heilmethode, wenn man sich das anschaut, was aus Reiki im Westen daraus so alles gemacht wurde und was mit Reiki alles möglich ist und wie Usui seine Reiki-Heilmethode aufgebaut hat mit den Symbolen und den verschiedenen Quellen und den Synkretismus darin, dann erinnert das an Hoodoo oder an eine Mischung aus Voodoo und Hoodoo, die es ebenso im Hoodoo quasi gibt. Und jetzt fragst du dich die ganze Zeit, was redet der? Ist das denn jetzt nicht so mit den Puppen und dies und jenes? Ja, das mit den Puppen, das gibt es auch. Aber jetzt möchte ich dich mal ein wenig zum Denken anregen. Und zwar, nehmen wir mal Folgendes. Gewisse Puppen mit Punkten, die benadelt werden, finden sich ja ab und an beispielsweise in Heilpraktikerschulen oder im Schaufenster einer Apotheke und das sind Akupunkturpuppen. Ja, und warum gibt es diese Akupunkturpuppen? Was hat es damit auf sich? Was hat das mit Reiki und was hat das mit Voodoo zu tun? Das hat in gewisser Weise eine ganze Menge damit zu tun, aber darauf kommen die meisten Leute nicht so ohne weiteres. Und deswegen will ich dir das jetzt mal erklären, was es damit so auf sich hat. Derweil merkst du gerade, wenn ich hier am Rumhantieren mit meiner Kamera, weil mein Zen-Meister, der heute wieder dabei ist, sich hier gerade in Schatten gelegt hatte, aber kaum wo ich das hier abstelle, ist er jetzt aufgestanden. Und du hörst ihn auch, na, möchtest du weitergehen? Oder ist es dir zu warm? Dann gehen wir beim nächsten Mal, wenn es zu warm ist, an den Bach, wenn du möchtest. Wie wäre das? Dann kannst du da ein bisschen baden. Hm?
mein Zen-Meister badet auch sehr gerne, ist nämlich überhaupt nicht so wasserscheu, wie manche Leute das erwarten würden. Ja, siehst du, es gibt immer diverse Erwartungen, die dann gar nicht zutreffen. Ja? So, jetzt schauen wir mal. Wie sieht's aus? Willst du ein bisschen durch die Sonne oder willst du dich hier ein bisschen hinlegen? Ah, er hat sich entschieden, sich hier ein bisschen hinzulegen. Deswegen mache ich es mir jetzt hier auch mal einigermaßen gemütlich sozusagen. So, müsste gut sein. Und du sagst mir Bescheid, wenn dein Hund oder ähnliches kommt von hinten, dass ich das mitbekomme. Das wäre super. Also, wir waren bei diesem Akupunkturpunkt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, im ganz, 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 ganz alten China gab es eine Zeit, einen Kaiser, oder es gab viele Kaiser, und es war den traditionellen chinesischen Ärzten untersagt, den Kaiser zu berühren. Denn wenn man dieses tut, dann ist man gleich mal einen Kopf kürzer. Und daraufhin sind die auf die Idee gekommen, dass sie anstelle den Kaiser nun direkt mit zum Beispiel Nadeln zu behandeln, das eben nicht direkt tun und das anhand einer Puppe tun. Ja? Und dort haben sie dann Meridiane und Punkte und sowas eingezeichnet und anstelle eben des echten Menschen diese Puppe behandelt, um diesen echten Menschen, in diesem Fall den Kaiser, zu behandeln. Und dass das eine Form von Schamanismus und Magie ist, wird natürlich in der Akupunktur nicht erwähnt. Und kaum jemand kommt auf die Idee, ja, dass es sich, ich stelle die mal gerade um, dass sie ein bisschen im Schatten steht, kaum jemand kommt auf die Idee, dass es sich dabei um etwas handeln könnte, was im Prinzip so ist wie das, was man über Voodoo denkt, mit dem kleinsten Unterschied, dass über Voodoo hier im Westen gedacht wird, dass das nur dafür da ist, um anderen Leuten zu schaden. Ja, mit Akupunktur, wenn man die Nadeln an die falsche Stelle setzt und den Spin in die falsche Richtung dreht und andere Dinge dort falsch macht diesbezüglich, kann man eine Menge falsch machen, kann man eine Menge schaden. Aber man kann damit auch heilen. Und genauso kannst du dir vorstellen, dass Voodoo eher eine Heilmethode ist. Voodoo und Hoodoo kannst du genauso für die Heilung nutzen wie für den Schaden. Aber natürlich wird nur das für den Schaden besonders bekannt, sag ich mal. Ja, und bei Reiki ist es doch so, dass wir unsere Hände so halten, dass wir uns hier zwischen jemanden vorstellen, dem wir Reiki geben wollen, oder auch hier, dass wir uns ihn hier vorstellen. Dazu können wir einen Fernkontakt aufbauen aus dem zweiten Grad, und wenn du entsprechend trainiert bist und Shingon Reiki bei mir gelernt hast, dann brauchst du den zweiten Grad gar nicht dafür, denn sowas lehre ich ja schon im ersten Grad, ohne Symbole und alles, ja, wie man das machen kann. Und da nehmen wir dann ja oft dieses schöne Beispiel, dass wir sagen, ja, wir behandeln von uns nur ein einziges Auge, um das mit dem anderen zu vergleichen und dann gleich zu merken, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Ja? Ein Shingon Reiki ist etwas, was höchst effektiv ist, wirklich sehr, sehr sofort zu beobachten ist, dass es funktioniert. Aber das nur am Rand. Also beim Reiki geben haben wir eine Person hier zwischen und wir können beispielsweise auch verschiedene Bereiche des Körpers oder Punkte des Körpers oder Handpositionen des Körpers, viele kleine Chokurei-Symbole setzen, um dort die Kraft zu verstärken. Naja, wenn man sich das jetzt vergleicht, also es wird auf Punkte des Körpers werden Nadeln gesetzt, die Person muss gar nicht anwesend sein, man setzt beim Reiki auf Punkte des Körpers und Handpositionen und Bereiche des Körpers, setzt man kleine Chokurei-Symbole, damit dort die Kraft besonders hingeht. Ja? Und es gibt Reiki-Stile mit Variationen, dass Reiki eher rausgezogen wird oder reingegeben wird. Hey, das gibt es in der Akupunktur auch. Je nachdem, wie rum man die Nadel dreht, kann man Energie raustun oder reintun. Oder wenn man ein Akupunkturgerät hat, kann man das so einstellen, dass auch eher Energie rein oder also zugeführt wird, wenn man zum Beispiel Leistungssport macht, oder dass Energie abgezogen wird, wenn man Stress hat, dass der Stress gelöst wird oder Wut hat, ja, dass man dann beispielsweise über den Lebermeridian solche Sachen ausleiten kann, die damit zu tun haben. Ja, und nun gibt es sowas im Reiki auch. Und dort sehe ich eine eindeutige Parallele, ja, zwischen dieser Art von Fernanwendung, sei es jetzt Reiki, Voodoo oder Akupunktur. Ja. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Und man kann mit Voodoo noch viel mehr Nutzen und viel mehr Heilung und viel mehr gute Sachen erzielen, als kaputt zu machen. Ja? Aber kaputt machen
Kann man auch ein bisschen mit Reiki. Das wissen die meisten Leute nicht. Will ich jetzt hier auch nicht im Detail drauf eingehen, bevor andere Leute auf dumme Gedanken kommen. Das ist ja leider oft der Fall. Ja? Das heißt, es gibt irgendwo irgendwas Neues. Und anstelle sich zu überlegen, wie kann man das jetzt nutzbringend einsetzen, wird erstmal überlegt, wie kann man das schadbringend einsetzen. Wie kann man jemanden übers Ohr hauen? Wie kann man jemanden damit dafür sorgen, dass er sich auf die Nase legt oder ein anderer Quatsch, ja? So, und das entspricht meiner Ansicht nach dieses Denken, wie kann man jemanden schaden damit? Überhaupt nicht den Lebensregeln, und deswegen erwähne ich das jetzt hier nicht, wie das geht, aber einfach nur, ich weiß, dass es möglich ist, ja? Ja, und dort haben wir ja jetzt sozusagen hier diesen Zusammenhang, ja? Das heißt, im Voodoo ist es ebenso möglich, dass man Fernanwendungen macht, ja, die auf jemanden einwirken. Wobei ich aus Afrika weiß, aus bestimmten Gegenden, dass die nicht so begeistert dort sind, Metallnadeln jetzt an Menschen anzuwenden und die Heilung eigentlich mit was anderem machen. Und das hat mir eine Schülerin erzählt, die in Afrika Krankenschwester war, und die hat, die war dort, da ging es auch um Impfungen und sowas, und die in Afrika sagten dort an diesem Ort, ja, also das mit den Nadeln, das mögen wir nicht, aber wenn die Ärzte und die Krankenschwestern und euer ganzes Equipment mit den Nadeln und was ihr spritzt und so weiter, wenn ihr alle zu unserer Voodoo-Zeremonie kommt, ja, dann können wir darüber reden und dann könnt ihr das machen. Und dann wurde diese Zeremonie gemacht und die ganzen Spirits eingeladen und so und das alles gesegnet und verbunden, und dann war das okay, und dann haben die Leute sich auch impfen lassen. Ja? Und das heißt, man muss nicht unbedingt Nadeln benutzen. Tun wir ja auch im Reiki nicht. Ja? Brauchen wir nicht. Wozu? Ja? Es lassen sich auch Sachen anders erreichen, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, wie man etwas machen kann. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist in jedem Fall, sage ich mal, vorhanden. Ja? Und nun, wenn man, jetzt gibt es hier im Westen einen, sage ich mal, einen gewissen Boom, ja, seit einigen Jahrzehnten, nämlich zum Beispiel afrikanische Trommeln. Es gibt Mittelaltermärkte, wo man alles Mögliche über Afrika kaufen kann, ja, afrikanischer Schamanismus, seien's Rasseln oder seien's eben Trommeln, und es gibt dazu Konzerte und Schamanen und dies und jenes und so, ganz, ganz viele Sachen. Aber was ist denn jetzt der afrikanische Schamanismus? Hat denn der vielleicht einen Namen? Naja, in unterschiedlichen Gegenden mag der unterschiedlich heißen, aber ein ganz bekannter Begriff für den afrikanischen Schamanismus ist einfach Voodoo. Und das wird hier einfach komplett ausgeblendet. Das heißt, wenn ich mir eine Trommel hole von einem Afrikaner auf einem Afrikamarkt, ja, die wirklich aus Afrika kommt, ja, dann ist das, und die für Rituale gedacht ist und so, dann ist das eine schamanische, afrikanische Voodoo-Trommel. Und das wird gerne einfach mal ignoriert, weil Mann oder Frau ja hier nichts mit Voodoo zu tun haben möchte. Ja, warum denn nicht? Was ist denn dabei? Es ist einfach mal wichtig, aufzuwachen, denn es ist überhaupt nichts dabei. Ja? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber es ist natürlich heftig, wenn dann irgendwelche Reiki-Leute in Reiki-Vereinen auf die Idee kommen, ohne sich darüber zu informieren, über was sie da reden, obwohl sie selber der Ansicht sind, dass sie spirituelle Praxis machen, wie zum Beispiel Reiki oder andere Sachen, dass sie einfach eine andere spirituelle Methode so abfällig in Worten benutzen. Das finde ich natürlich krass. Ja, und jetzt habe ich mich so dort reingekniet, und aufgrund dessen, dass ich ostasiatische Kunstgeschichte studiert habe, wo es um China, Japan und Korea so als Fokus geht, was schon ziemlich viel ist, denn die Kunst dieser drei Länder beginnt vor etwa 12.000 Jahren und geht bis heute durch alle möglichen Gattungen, sei es Architektur, Malerei, Skulptur, Keramik, Textil und viel, 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 viel mehr. Ja. Und natürlich gibt es dort verschiedenste Strömungen, wie auch den Buddhismus, also Indien und Tibet sind gewisse Randthemen und sowas, ja.
weil das dort herkommt, dass man sich dort überall auskennt. Es geht also nicht darum, dass man ganz mit Scheuklappen nur einen einzelnen Punkt anschaut und alles drumherum vergisst, ja? Sondern es geht um einen weiten Kontext. Und dort in dem Studium habe ich eben gelernt, sich länderübergreifend das anzuschauen, zu gucken, wo, wie, was herkommt. Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele, viele spannende Zusammenhänge. Ja, und deswegen dachte ich mir, warum nicht auch noch ein bisschen weitergehen und vielleicht Afrika mal in die Vergleiche mit reinziehen oder eben Südamerika oder Nordamerika und einzelne Gebiete in die Vergleiche mit reinziehen. Und nun hatte ich das Glück, dass ich in Japan Schamanismus erlernen konnte und Buddhismus erlernen konnte. Früher ging es mit dem Buddhismus los und ich war so auf den Buddhismus eingeschossen und habe so viel über Reiki da rausgefunden, wie du sicherlich aus meinen Büchern, Artikeln, Videos und allem kennst und Hörbüchern kennst, dass ich erstmal darauf fokussiert war. Aber dann habe ich gemerkt, ja, überall taucht immer wieder der Schamanismus auf. Ich muss mich auch damit beschäftigen, wenn ich dort wirklich richtig tief einsteigen will. Und nun ist das so, an der Uni hieß es immer, ja, ich bin etwas zu spirituell. In spirituellen Kreisen, in Reiki-Kreisen zum Beispiel, heißt es manchmal, ja, der ist viel zu akademisch, ja, und so, ja. Das heißt, es sind zwei Extreme, dass man alles knochentrocken sieht ohne Praxis, ja, oder dass man auch die wissenschaftliche Komponente mit rein nimmt und dann heißt es, ja, das geht ja gar nicht, ja, so in der Art. Und, oder das ist viel zu bla bla bla, ja. Und da fehlt dann, sag ich mal, auf beiden Extremen fehlt eine gewisse Offenheit, ja. Und ich denke, der Mittelweg, wie der historische Buddha einen Mittelweg gegangen ist, das ist hilfreich, ja. Und der Mittelweg ist für mich, dass wenn ich merke, ich recherchiere über Schamanismus, über Buddhismus und dergleichen, dass ich nur sehr oberflächlich in die Materie hineinschauen kann und es nicht wirklich begreife. Und um es wirklich zu begreifen, muss ich praktizieren. Ja. Und deswegen habe ich in Japan eben asketische Praktiken gemacht. Ich bin mit Tendai-Mönchen und Shingon-Mönchen und Zen-Mönchen unterwegs gewesen. Im Wald, in Tempeln und dies und jenes, aber eben auch mit Schamanen. Da habe ich zum Beispiel im Kurama-Gebirge, das ist ein Gebirge und nicht ein einzelner Berg, es gibt nicht den Kurama-Berg, Kurama bedeutet ja Sattel, das heißt, das sind verschiedene Berge, die nicht durch Täler verbunden sind, sondern eher wie so ein Sattel und man kann dann auch verschiedene, also auf dieser Ebene quasi auf verschiedene Hügel dort gehen, ja, und dieses Ganze heißt Kurama. Ja, und dort habe ich bei der Schamanin Usui, also die auch Usui heißt wie Mikao Usui, ja, habe ich Drachenschamanismus gelernt. Falls du mal ins Kurama-Gebirge kommen solltest und zum Kurama-Tempel gehst oder dort schon warst, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass es dort viele Drachen gibt. Und es ist nämlich ein Drachenkraftplatz und der Shinto-Schrein hat sehr viel mit Drachen zu tun. Und es gibt andere, die sind dem Wolf geweiht und dann seht ihr viele Wölfe und diese wiederum werden diese werden allerdings mit einem Fuchs-Kami, einem Fuchs-Spirit verwechselt. Deswegen sagen die immer, das sei die Fuchs-Gottheit und sowas. Aber das ist, habe ich recherchiert und weiß ich auch aus der Praxis und so, das ist ursprünglich ein schamanischer Wolf. Ja, und nun habe ich das gelernt. Und dann habe ich von einem Chinesen 7 Jahre lang taoistische Alchemie, Qigong, Tai Chi und TCM gelernt. Ja. Teilweise sozusagen sein Hausstil, was gar nicht dem gleichkommt, was man unbedingt hier lernt. Aber Hausstile gibt es eben. Ja? Und vielleicht ist Usui-Reiki auch ein Hausstil von etwas, was es gab, weil es ja Thesen gibt, dass Usui bei Leuten gelernt hat. Und wenn wir uns die seit einigen Jahrzehnten aus Japan neu überlieferten Reiki-Techniken anschauen und wir genau das überprüfen, was das ist, anstelle es einfach nur zu praktizieren, dann sehen wir, wow, das sind haufenweise schamanische Praktiken, haufenweise Qigong-Techniken. Und nicht umsonst ist Mikao Usui in Japan bis heute als einer der bekanntesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts bekannt. Das habe ich in einem japanischen Buch über Qigong gefunden. Während es aber den Begriff Qigong damals noch nicht gab. Den gab es damals zu Usuis Lebzeit nicht mal in China, sondern der wurde erst in den 50er Jahren von einem
chinesischen Arzt entwickelt und dann wurde das der allgemeine Begriff. Und deswegen taucht das Wort Qigong in diesem Zusammenhang nicht auf. Aber das erzähle ich auch in anderen Videos und in meinem Podcast und so. Da kannst du gerne mal stöbern und nachschauen über Qigong und Reiki oder Qigong. Ich war bei Qigong und Reiki. Und nun haben wir hier die Sache, dass wenn man jetzt, ich habe diverse Sachen gelernt. Und ja, jetzt kommt's. Was habe ich noch gelernt? Ich lerne ja gerne, ja, und praktiziere gerne und so. Ich habe in den letzten 7-8 Jahren mich auch ausgiebig mit Voodoo beschäftigt. Habe ich ja vorhin erzählt, dass mich mal da einer drauf gebracht hatte. Und dann habe ich das verglichen erst einmal und gesehen, oh krass, so wie Voodoo praktiziert wird, sei es in Amerika oder in Afrika, klar, da gibt es Unterschiede, ja, viele Unterschiede, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Und so viele Gemeinsamkeiten, die es dort gibt, gibt es ganz zufälligerweise auch zum japanischen Schamanismus. Das heißt, die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist äußerst ähnlich, nur dass die länderbezogen unterschiedliche Namen für ihre Spirits haben oder auch unterschiedliche Spirits haben und dass die natürlich kulturbezogen auch unterschiedliche Artefakte und dergleichen haben. Ja? Also das ist auf jeden Fall gibt es dort unglaubliche Ähnlichkeiten und das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Ja? Das heißt, ich will nicht ein Gleichheitszeichen setzen zwischen japanischen, afrikanischen, amerikanischen Schamanismus und sowas, aber es gibt einfach Dinge, dass man sagen kann, ja, Schamanismus gibt es, ist ein weltweites Phänomen und ist an unterschiedlichsten Orten entstanden, gewachsen, Entwicklungen und sowas. Es gibt sicherlich auch kulturelle Austausche, ja, und so. Da werde ich dir gleich noch ein Beispiel zu Afrika und dem Meistersymbol Daikomyo nennen können. Und da gibt es nämlich durchaus Zusammenhänge. Und das heißt, man kann nicht nur sagen, das ist das und das ist das und das ist das, sondern und dass man dort Grenzen zwischensetzt, sondern die Sachen sind verwoben und haben sich entweder gegenseitig beeinflusst oder gemeinsam entwickelt. Und jetzt nenne ich dir entsprechend das Beispiel. Ja? Zum Beispiel, wir haben Afrika und dann gibt es Ägypten. Ja? Und Ägypten hatte mal eine Hochkultur und dort gab es ja diese, sag ich mal, diese ägyptische Religion, ja, mit vielen Göttern, die dort hatten. Ja. Und die Frage ist jetzt, die ich stelle, ist das eine Religion oder ist das eine Form von Schamanismus? Denn wenn man sich diese Götter anschaut, dann sind die meisten von denen Tiere. Ja. Zum Beispiel der Falkengott Horus, der ist entweder ein reiner Falke, das gibt es, aber nicht nur das, sondern er ist auch, er hat einen Falkenkopf, aber einen Menschenkörper, einen menschlichen Körper, das kommt auch vor. Dann gibt es Bastet, eine Katze, ja? Anubis, ein Schakal. Ja? Und man hat festgestellt, dass die DNS des afrikanischen Schakals Übereinstimmungen hat mit dem, was wir hier als Wolf kennen. Und deswegen ist der Schakal im Prinzip eine Art afrikanischer Wolf. Ja? Und also das heißt, die ägyptischen Götter sind Tiere, so im Prinzip wie Krafttiere. Ja? Diesen Zusammenhang sehen viele nicht, es sei denn, man stupst sie drauf und wollen viele auch nicht sehen, weil man sagt, nein, das war eine Hochkultur, das hat mit Schamanismus nichts zu tun. Ja, was ist denn daran so schlimm, wenn es was damit zu tun hätte? Ja? Auf jeden Fall haben wir das. Und dann gibt es den Sonnengott Ra. Naja, und jetzt ist ja interessant, Ra gibt es auch in Indien ein Bija, eine Keimsilbe, auch Siddham oder Bonji genannt, ja, die dem dritten Chakra zugeordnet ist und diese heißt ebenso Ra oder eben auch Ram, ja, so wie Ramses. Und dann gibt es hier für das dritte Chakra, das Sonnengeflecht, gibt es eben dieses Ram oder dieses Ra. Du hast sicherlich mal diese Symbole hier drin gesehen.
Und nun gibt es einen Sonnengott, Surya, wo wir auch dieses Ra, Ria, quasi mit drin haben. Und der ist quasi ein brahmanischer Vorläufer von dem, was später zu Dainichi Nyodai, dem großen Sonnenbuddha, wurde. Ja? Ikonografisch. Und da sieht man, oh krass, da sind ja wirklich krasse Zusammenhänge zu sehen. Ich komme mal näher ran, weil da ein paar Leute kommen. Ja? Da sind ja wirklich krasse Zusammenhänge zu sehen. Und nun haben wir im Daikomyo, im Meistersymbol, ja dieses Myo, wo in dem einen Schriftzeichen, in dem Myo eben Sonne und Mond drin enthalten sind. Ja? Und Sonne und Mond. Und dieses wiederum finden wir, diese Symbolik finden wir in den Siddham, dass da eine Mondsichel und eine Sonne mit drin enthalten sind. Und wir finden das auch ganz häufig in den in Ägypten bei Horus beispielsweise, dass diese Symbolik dabei auch enthalten ist. Hallo. Und da sehen wir, krass, da sind diese Zusammenhänge. Das heißt, ikonografisch und historisch gesehen gibt es dort Verbindungen. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist älter, das aus Indien oder das aus Afrika? Es gibt einen japanischen Professor, der eben herausgefunden hat, dass die Siddha, also die Symbole, wie zum Beispiel das Shri, also das Heiki, das Mentalheilungssymbol, und diese Ikonografie eben die älteste in Indien ist und dass das, dass das älteste in Ägypten ist und dass das von Ägypten nach, also Afrika, nach Indien und von dort aus nach Südostasien und Ostasien gewandert ist. Und dort haben wir Zusammenhänge. Das heißt, wir können diese Zusammenhänge auch historisch sehen. Und daher gibt es natürlich zum Schamanismus in Afrika, das ist jetzt nur ein Beispiel, und Indien und Ostasien und sogar Amerika, dann ein paar Jahrtausende später, ja, gibt es diese Zusammenhänge, wenn nicht schon vorher irgendwelche Zusammenhänge da waren. Und deswegen, sage ich mal, haben Voodoo und Reiki einen einzigen Ursprung. Und das finde ich so genial, dass ich jetzt natürlich Voodoo neben Reiki unterrichte. Ich bin mittlerweile Voodoo-Priester, ja, und es ist überhaupt nichts dabei. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, ich werde darüber mehr erzählen und du kannst dich gern bei mir melden und zum Gespräch kommen oder zu mir in die Wolfsschamanismus-Ausbildung kommen, wo wir uns nämlich afrikanischen Schamanismus und japanischen Schamanismus und chinesischen Schamanismus und afroamerikanischen Schamanismus anschauen und viele Sachen aus Indien, wo diese Sachen sehr gut zusammenkommen. Das heißt, das ist nicht fokussiert auf einen einzigen Fleck, ja, mit den und den Ritualen, was auch sehr schön ist, wenn man sagt, ja, so, ja. Aber das ist hier eben diese Kombination. Ein Schamanismus, der mit Tieren geht, mit dem Wolf und anderen Krafttieren, ja, und der mit Voodoo zu tun hat, aber auch mit Asien zu tun hat und diese gemeinsame Ebene, was das alles verbindet, miteinander vereint. Und darum geht es bei Voodoo und Reiki. Ich wünsche dir noch eine fantastische Zeit und ja, soweit erstmal zu dem Thema. Namaste!